Bist du bereit, einen radikalen Schritt zu wagen? Einen Schritt, der dich zu dir selbst zurückführt? In diesem Video stelle ich dir eine Empfehlung von Gerald Hüther vor. Er sprach über eine kraftvolle Methode, die dir helfen kann, dich aus dem Chaos der modernen Welt zu befreien und deine innere Stimme wieder zu hören. Es ist ein Weg, der nicht für jeden geeignet ist, aber für diejenigen, die den Mut haben, ihn zu gehen, könnte er das Leben verändern. Seine erste Empfehlung ist ein radikaler Rückzug zur Selbstfindung. Manchmal müssen wir alles loslassen, um uns selbst wiederzufinden. Stell dir vor, du nimmst dir eine Woche Zeit, in der du alles hinter dir lässt. Kein Essen, keine digitalen Medien, keine Ablenkungen. Du ziehst dich in die Stille der Natur zurück, wo du dich selbst ohne äußere Einflüsse erlebst. Es mag extrem klingen, aber genau das ist der Punkt. In unserer modernen Welt haben viele von uns den Kontakt zu sich selbst verloren. Wir sind so sehr damit beschäftigt, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, dass wir vergessen haben, wer wir wirklich sind. Dieser radikale Rückzug in die Natur kann dir helfen, dich von all dem Lärm zu befreien und wieder zu spüren, was es bedeutet, lebendig zu sein. Die zweite Empfehlung liegt in der Bedeutung von Freundschaften und gemeinsamer Stärke. Nicht jeder Weg muss allein gegangen werden. Manchmal braucht es die Unterstützung von Gleichgesinnten, um sich aus den Fesseln des Alltags zu befreien. Schließe dich mit einer kleinen Gruppe von Freunden zusammen, die ähnliche Ziele und Werte teilen. Gemeinsam könnt ihr euch gegenseitig aus dem emotionalen oder psychologischen Schlammassel ziehen. Diese Art von Freundschaft und Unterstützung ist unbezahlbar, besonders in einer Welt, die uns ständig einredet, dass wir allein besser zurechtkommen. Gemeinsam könnt ihr stärker sein und euch gegenseitig daran erinnern, was im Leben wirklich zählt. Empfehlung 3: Der Wechsel zwischen Standbein und Spielbein. In einer Welt, die uns oft zwingt, zwischen finanzieller Sicherheit und persönlicher Erfüllung zu wählen, gibt es einen Mittelweg. Das Konzept des Standbeins und des Spielbeins. Dein Standbein gibt dir die finanzielle Sicherheit, die du brauchst, um über die Runden zu kommen. Dein Spielbein ist das, was dich wirklich erfüllt. Deine Leidenschaften, deine kreativen Projekte, das, was deinem Leben Sinn gibt. Es ist wichtig, dass du dir bewusst Zeit und Raum für dein Spielbein nimmst, auch wenn es bedeutet, dass du zeitweise einen Job annehmen musst, der nicht deiner Leidenschaft entspricht. Auf diese Weise kannst du beides haben, die Sicherheit und die Erfüllung. Empfehlung 4: Entwickle deine Entschlusskraft und vertraue deiner inneren Führung. In unserer informationsüberfluteten Welt kann es schwierig sein, klare Entscheidungen zu treffen. Doch es gibt einen Unterschied zwischen einer Entscheidung und einem Entschluss. Eine Entscheidung ist oft das Ergebnis von Überlegungen und Abwägungen, während ein Entschluss aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus getroffen wird. Ein Entschluss ist unwiderruflich und gibt deinem Leben eine klare Richtung. Anstatt dich von äußeren Einflüssen leiten zu lassen, solltest du lernen, dich zu etwas zu entschließen. Diese innere Führung wird dir helfen, deinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, was andere sagen oder denken. Das Leben in der modernen Welt kann überwältigend sein. Es kostet dich Kraft und lässt viele ausgebrannt zurück. Doch es gibt Wege, wie du dich aus dem Chaos befreien und wieder zu dir selbst finden kannst. Ob durch einen radikalen Rückzug in die Natur, die Unterstützung von Freunden oder die Balance zwischen Arbeit und Erfüllung, es liegt an dir, den ersten Schritt zu machen. Und wenn du dich einmal entschlossen hast, deinen eigenen Weg zu gehen, wird dich nichts und niemand mehr aufhalten können. Was denkst du darüber? Schreib einen Kommentar, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.